Moin aus Hamburg und heute nicht am Freitag, sondern am Montag, den 8. Mai 2023, denn wir werden auch in Zukunft uns Montag auf die Woche vorbereiten. Was sind das für Highlights, worauf wir Trader achten? Und nochmal so ein Mini-Rückblick, was ist eigentlich passiert, seitdem ich Freitag mit euch gemeinsam die Woche Revue passiert habe? Es gab ein Highlight. Jetzt nicht den Hafengeburtstag, da war ich leider nicht dort als Hamburger, aber es haben sich 40.000 Menschen getroffen und zwar in Omaha. Und Warren Buffett hat seine Jahresevent dort präsentiert. Und ratet mal, wie schwer aktuell sein Aktiendepot ist von Berkshire Hathaway. Ich werde es ihm verraten. Ich musste mir ein paar Zahlen hier notieren. 299 Milliarden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wissen Sie, die größte Position ist, ich habe es mitgebracht, nicht Samsung, Apple. Und er besitzt aktuell in dem Portfolio 900 Millionen Apple-Aktien. Und wie stark diese Joint Venture ist, der CEO von Apple, Tim Cook, saß dort bei den 40.000 Menschen und hat zugehört. Eine Riesenveranstaltung und 5,6% besitzt mittlerweile Berkshire Hathaway das an Apple. Das ist Wahnsinn. Und dort waren die Kritiker, die sagen, Mensch, da ist doch ein Klumpenrisiko. Aber Warren Buffett sagt, nein, er hält an diesem Unternehmen fest und wird notgezwungen auch weiterhin aufstocken. Das nur mal so Revue passiert am Wochenende. Was kommt diese Woche? Diese Woche für mich persönlich als Highlight ist am Donnerstag Bank of England, die dort Zinsentscheidungen machen wird. Ansonsten haben wir als Trader Verbraucherpreise am Mittwoch, habe ich mir notiert, und Freitag von der Universität Michigan. Auch ein wichtiger Verbrauchervertrauen, wichtiger Indikator. Ja, darauf sollten die Trader achten. Der Montag ist sehr verhalten gestartet. Wir hängen so kurz vor der 16.000 im DAX. Ja, und das ist meistens so, wenn man vor 16.000 ist oder vor einem All-Time High, dann wird die Luft etwas dünner. Wir haben trotzdem unsere Trades heute Morgen erfolgreich nach Hause gebracht und hier auch nochmal ein Hinweis. Ihr könnt gerne euch einen Gastzugang ergattern. Einfach auf unsere Seite gehen, tradersclub24.de. Und wir haben schon am Montag die ersten Signale, und wer aufmerksam die letzten zwei Videos sich angeschaut haben, wir machen ja solche Swing-Strategien und Sie sehen dort links drei Märkte, Audi Schweizer Franken, Audi USD, Kanadisch Schweizer Franken, Euro Australdollar und wir haben den Euro Cut. Und da sind einige Trades schon in den Gewinn gelaufen, welche werde ich am Freitag sagen. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche und disziplinierte Handelswoche. Ich freue mich schon auf den Freitag und bin mega gespannt, wie die Woche wird, was der britische Pfund macht mit der Zinsentscheidung. Bis dahin gute Trades und bleibt gesund.